Ich verstehe noch nicht genau, was dieses Loch da mit der Zukunft zu tun haben soll. Diese Frage habt ihr in der letzten Folge gehört und damit geht's jetzt weiter. Ich verstehe noch nicht genau, was dieses Loch da mit der Zukunft zu tun haben soll. Dabei ist es doch so einfach. Wir wollen ein solventes Publikum anlocken. Zeitreisende, die eben nicht von gestern sind. Ein Portal in die Zukunft würde Paradox City zurück auf die Landkarte bringen. Das Stichwort lautet ständiges Wachstum durch Erschließung der Zwischenzeiten. Und wir schaffen dafür die Anreize. Du spuckst beim Reden. Ich muss nach Kuvak. Ich muss nach Kuvak. Einen Tag vorm Ende der Zeit. Moment. Kuvak? Kuvak? Tja, Pech im Unglück. Wir haben zwar ein Portal nach Kuvak, aber das ist auf dem Grundstück der alten Einsiedlerin. Es ist also noch nicht an das Zeitreiseverkehrsnetz angeschlossen. Wir kämpfen schon seit Ewigkeiten für das Wegerecht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich die Portale wieder geschlossen haben. Das sollte man als Chance begreifen. Es beweist einmal mehr, wie wichtig der Anschluss von Paradox City an die Zukunft ist. Ich sehe bereits die Kampagne vor mir. Der einzige Weg zurück führt nach vorn. Besser noch, zurück durch die Zukunft. Aber das ist doch alles nur Geschwafel. Der Grund für die fehlende Zukunft liegt in der Vergangenheit. Happalapap. Heute war gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Ach, du ahnst es nicht. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Okay. Hallo, Bauarbeiter. Was liest du da? Das ist die zukünftige Ausgabe von Hetz. Was sonst? Und? Sind Helme wieder im Kommen? Leider nicht. In der Zukunft werden alle handwerklichen Arbeiten von Maschinen verrichtet. Das wäre ja super. Da müsste niemand mehr arbeiten. Ich auch nicht. Was denkst du, warum ich mich hier so ins Zeug lege? Sicher nicht für das Geld. Der Job ist so schlecht bezahlt, dass ich noch einen zweiten brauche, um über die Runden zu kommen. Und was ist dein zweiter Job? Ich schreibe Fake-Rezensionen für ein werbefinanziertes Bewertungsportal, das kostenlose Vergleichsportale zum Erwerb von Baumaschinen vergleicht. Ach, wenn es doch endlich Maschinen gäbe, die uns all diese wichtigen Aufgaben abnehmen könnten. Sirene. Oh je, Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Das heißt wohl, wir müssen eine Zwangspause einlegen. Nein, heißt es nicht. Man kann die Zukunft nicht warten lassen. Wieso? Wo soll sie schon groß hin? Da können die lange bohren. Okay, gehen wir mal weg. Was bringt? Ah, Moment, Moment. Komisch. Ich sehe gar nichts. Schnell zu den Tonnen. Ich hab's begriffen. Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Er hat sich die Ab... Was? Nein. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuel-Lock-Rudel zerfetzt werden? Nein. Okay, ich hab's schon begriffen. Wir müssen dann, wenn er wegschaut, müssen wir auf die andere Seite und können da was holen. Ich wette es. Oh je. Fuel. Ja, Fuel-Lock-Alarm. Kommt schon. Gebt mir ein Schuss. Back es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuel-Lock-Rudel zerfetzt werden? Ausguck. Ich störe ihn besser nicht. Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Da sind Kadaver. Aber was bringt uns das jetzt? Von den Tonnen können wir ja nichts nehmen. Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Komm. Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Nichts. Wahrscheinlich falscher Alarm. Hey, Finger weg! Du kontaminierst doch unser Saatgut. Dann reden wir mal mit dem Ausguck. Heda, hu. Lenk mich nicht ab! Ich muss aufmerksam bleiben! Oder möchtest du unbedingt von einem Fuel-Lock-Rudel zerfetzt werden? Ihr habt hier ein Fuel-Lock-Problem? Wonach sieht das denn hier aus?
Nach hysterischer Überreaktion. Meinst du nicht, du nimmst die Sache ein bisschen zu ernst? Immerhin sind die Portale zu und kein Fuelock weit und breit. Nur weil du keine Fuelock siehst, heißt das noch lange nicht, dass sie dich nicht sehen. Oh Mann. Alter. Okay, jetzt hänge ich was fest. Rocco, können wir mit dir noch was machen? Oh Mann, diese Stadt ist auf dem Weg. Hey Rocco! Howdy Rufus! Kannst du die Portale reparieren? Kannst du die Portale reparieren? Beunruhigend, nicht wahr? Aber wohl kaum zu ändern. Portale haben weder einen Motor noch andere mechanische Bauteile. Dann bleibt das wohl wieder an mir hängen. Gibt es Ziegen in Paradox City? Nicht, dass ich wüsste. Und du findest bestimmt einen besseren Zeitvertreib, bis die Portale wieder aufgehen. Wie meinen? Ich muss zum Timepod. Ich muss zum Timepod. Das geht nicht. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Ist doch Schiebung. Es gehört der alten Goal. Gehörte. Sie hat es meinem Vater überlassen. Also das ist doch... Man kann mit meinem Opa nicht argumentieren, Rufus. Was? Warte mal kurz. Was machst du denn hier? Ich bin eine mysteriöse Stimme aus deiner Erinnerung. Was? Seit wann denn das? Gefällt es dir nicht? Doch, es ist ganz lässig. Mit wem redest du denn da? Ruhe da hinten. Hast du einen Tipp, wie ich an ihm vorbeikomme? Nicht wirklich. Er war der störrischste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Das ist aber nicht besonders hilfreich. Du hast recht. Sorry. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Mach's gut. Alles gut bei dir? Wieso? Ach nicht. Was war noch gleich deine Frage? Ich muss wirklich dringend zum Timepod. Ich muss wirklich dringend zum Timepod. Und ich sage nein. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Und Familie geht vor. Oh, jetzt haben wir ihn schon wieder. So wird das nicht, Rufus. Yay! Mysteriöse Erinnerungs-Macronicle. Was? Und? Hast du schon eine Idee? Ich dachte, du hättest eine. Hab ich aber nicht. Und was treibst du dann hier? Du hast recht. Sorry. Immer wieder nett von ihm zu hören. Du benimmst dich sehr merkwürdig. Du kannst offensichtlich nicht weiterhelfen. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Kann man irgendwie gegen eine Butterfass eintauschen? Das hier ist doch eine Werkstatt, oder? Ertappt. Vielleicht hätte ich das Werkzeug besser verstecken sollen. Mach heil. Was ist es denn? Wonach sieht's denn aus? Ich würde auf einen vorsintflutlichen Zylinderkopf tippen. Da die Zeitreisenden hier alle aus der Vergangenheit kommen, wundert mich das gar nicht. Reparieren lohnt sich da wohl nicht mehr. Aber zufällig habe ich einen Ersatzzylinder auf Lager. Hier. Behalt ihn ruhig. Das erste Ersatzteil geht bei uns immer aufs Haus. Komisch. Bei mir geht das erste immer ins Nachbarsfenster. Jetzt haben wir einen Zylinderkopf. Was zum Teufel? Okay. Jetzt haben wir ein Butterfass gegen den Zylinderkopf ausgetauscht. Hier können wir aber auch gar nichts machen. Bei der Fahrer irgendwie. Mac? Dein Opa lässt mich nicht ans Timepod. Sieht ihm ähnlich. Ich durfte auch nie seinen Wagen ausleihen. Hast du eine Idee, womit man ihn ablenken könnte? Mit einem guten Buch vielleicht? Ein Buch? Wir wollen in seine Werkstatt einbrechen und nicht seinen Geburtstag nachfeiern. Womit die Krawattenidee wohl auch ausscheidet.
Gehen wir mal zu den Goals. Erfreulicherweise war noch etwas Gegengift übrig. Aha. Na, unterhaltet ihr euch gut? Ich erzähle Goal gerade von deiner Briefmarkenkanone. Ach ja, ich hätte nicht so viel Käse verwenden dürfen. Was haben wir hier alles? Ein Batterieschnabeltier. Skulpturen? Kann ich das mitnehmen? Nein, es ist noch nicht fertig. Ich könnte es doch fertig machen. Und wie willst du das fertig kriegen? Ich kriege alles fertig. Du machst mich fertig. Seid ihr bald mal fertig? Ja. Nein. Na dann nimm's halt. Fertig. Auf die Plätze, los. Und fertig. Okay. Was ist hier gerade passiert? Eine Bürste. Schauen wir uns mal die Skulpturen an. Du bist unter die Bildhauer gegangen? Ich hatte viel Zeit. Das entschuldigt einiges, aber nicht alles. Goal. Die Portale haben sich geschlossen. Ich muss versuchen, sie wieder aufzumachen. Kommst du mit? Kann das nicht warten? Ich unterhalte mich gerade. Nö, klar. Du kannst natürlich auch den ganzen Tag lang Selbstgespräche führen. Tust du doch auch immer. Eigentlich redet er die ganze Zeit. Ich höre nur zu. Können wir mit... Aha, Goal? Auch Goal. Hallo, auch Goal. Die Portale haben sich geschlossen. Dir wird schon was einfallen. Mir ist schon was eingefallen. Nein, du bekommst keinen Raketenrucksack. Oh, du bist aber auch. Hier können wir nichts mehr mitnehmen, oder? Nee. Juhu. Gut. Moment, mir fällt was ein. Wir haben ein Batterieschnabeltier, ne? Moment. Das ist lustig und deprimierend zugleich. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße, komm zu Doc. Ne, Alter, was jetzt? Da wäre mein Doc ist, glaube ich, noch gar nicht vorgekommen. Damit kann man lediglich Zeitmaschinen antreiben und Butter stampfen. Mehr nicht? Okay. Ich habe eine Idee. Wir lösen mal die Sirene aus. Und legen dann gleich mal dieses Schnabeltier, dieses batteriebetriebene Schnabeltier, zu den Saar. Oh, Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Ich gehe mir schwer davon aus, dass das was bringen wird. Weil er hat sich aber schwer, dass in den Tannen öfter mal Wombats sind. Ja. Hey, Moment mal! Ich kenne dieses Geräusch! Da sind doch wieder Wombats an den Tonnen! Kommt schon, gebt mir ein Schussfeld! Komm, Kitty, Kitty, Kitty! Ja. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Komisch, ich sehe gar nichts! Können wir hier entlang? Komm, nein. Kitty, Kitty, Kitty! Ist jetzt mal im Hebel, müssen wir jetzt wieder umlegen. Kitty, weil hier haben wir jetzt alles erledigt. Komisch, ich sehe gar nichts. Hallo, junger Maverick. Wir haben hier eine Fuel-Lock-Grippe. Eine Fuel-Lock-Rippe! Woher hast du die? Woher schon? Ich hab sie einem Fuel-Lock aus den Rippen geleiert. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, kannst du die Suppe zu meinem Zukunfts-Ich bringen? Klar, warum nicht? Aber Vorsicht! Ich glaube, er sucht nach einem Grund, mich feuern zu lassen. Okay, hier ist eine Fuel-Lock-Suppe, alter Maverick. Fuel-Lock-Suppe! Na, endlich! Verdammt, die war ja sogar ganz passabel. Höre ich da Enttäuschung? Ja, vom Leben. Meine ganze Jugend lang habe ich mal malocht, um mir eine Interchange 5 leisten zu können. Jetzt bin ich alt. Anderen das Leben schwer zu machen, ist die einzige Freude, die mir geblieben ist. Und jetzt kriege ich nicht mal das mehr hin.
Sei nicht so hart zu dir. Du schaffst das. Sei so gut und bring mir noch einen Nachschlag. Vielleicht finde ich ja dann das Haar in der Suppe, das mich ermächtigt, jemanden feuern zu lassen. Das ist die richtige Einstellung. Okay, junger Maverick. Und? Was sagt er zu der Suppe? Es scheint ihm geschmeckt zu haben. Er will noch eine. Wirklich? Oh, Junge, vielleicht habe ich meine Zukunft doch noch nicht vermasselt. Hier, zum Glück ist jetzt wieder reichlich da. Eine Fjulok-Suppe. Fjulok-Suppe. Na, endlich. Verdammt. Die war ja sogar ganz passabel. Sei so gut und bring mir noch einen Nachschlag. Vielleicht finde ich ja dann das Haar in der Suppe, das mich ermächtigt, jemanden feuern zu lassen. Das ist die richtige Einstellung. Haar in der Suppe? Golds Haare mögen ihre Farbe verloren haben, aber sie duften immer noch nach Marshmallow-Bonbons. Ich habe eine Idee. Und? Was sagt er zu der Suppe? Es scheint ihm geschmeckt zu haben. Er will noch eine. Wirklich? Oh, Junge, vielleicht habe ich meine Zukunft doch noch nicht vermasselt. Hier, zum Glück ist jetzt wieder reichlich da. Keine Sorge, das vermasseln Herr wir Ober, dir. Da ist ein Haar in meiner Fjulok-Suppe. Dann seien Sie froh, dass Sie keine Fjukaka-Suppe bestellt haben. Oh Gott. Oh mein Gott. Fjulok-Suppe, na endlich. Ich war drauf und dran, mein Vergangenheits-Ich feuern zu lassen. Aber jetzt, Moment mal, was zum Vogel soll das denn? Da ist ja ein Haar in meiner Suppe. Ich will sofort mit dem Huch, wie kommst du denn so schnell hierher? Oh, du erlebst offenbar einen Nebeneffekt meiner neuen Instant Change 2. Sie benutzt eine Zeitreisetechnik, bei der keine neuen Zeitstränge entstehen. Alle Änderungen werden sofort sichtbar. Wolltest du nicht eben noch auf die Fünfer sparen? Ja, aber dann kam mein Zukunfts-Ich. Komplett pleite. Da habe ich ihm die Zweier abgekauft. Die ist auch ganz brauchbar. Solange man keine schwangeren Frauen mitnimmt. Und weil ich jetzt nicht mehr sparen brauche, habe ich direkt gekündigt. Mein Zukunfts-Ich brauchte eh dringend einen Job. Und wovon willst du jetzt leben? Als erstes haue ich meine Altersvorsorge auf den Kopf. Und dann mal gucken. Plötzlich sehe ich wieder eine rosige Zukunft vor mir. Das ist also deine Instant Change 2 da draußen? Ja. Wieso? Du hast das Licht angelassen. Tatsächlich? Bestimmt wieder ein Problem mit der Elektronik. Verdammter Butterstampfer. Warum nur habe ich nicht auf die Fünfer gespart? Tja, das weiß niemand. Hier, kannst du es bitte für mich ausschalten? Na klar, ich helfe doch, wo ich kann. Idiot. Okay. Zeitmaschinenschlüssel. Aha! Erfolg! Boah. Was ist das alles nur für ein Zeug? Ich frage mich, ob es mir gelingt, den Motor zu starten. Oh, oh. Verdammter Butterstampfer. Motorhaube? Zylinderkopf. Dafür brauche ich nur meine Finger und den Autoschlüssel. Der wäre hier auch recht nützlich. Der würde hier genau hineinpassen. Aber warum sollte ich mein neues Butterfass verschwenden, um unaufgefordert fremde Autos zu reparieren? Ich bin doch hier nicht der nette Onkel vom Automobilclub. Okay. Rocco, können wir mit dir was machen? Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Okay. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Was ist denn hier mit dieser Tür? Kann man da was von machen, oder? Weil die müsste ja jetzt auch aufhören. Ja. Nee, es gibt kein Vertrauen. Verdammter Butterstampfer! Verdammt. Junger Maverick. Und? War es das Licht? Ich bin mir noch nicht sicher. Lass dir Zeit. Alter Maverick? Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch in der Probezeit. Rita? Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei.
Was hältst du von Rocco? Was hältst du von Rocco? Rocco McChronicle aus der Werkstatt? Jung, athletisch, Arsch zum Reinbeißen. Kurz, nicht meine Liga. Aber du hast mich doch auch angebaggert. Psst, nicht so laut. Muss ja nicht jeder wissen, wie verzweifelt ich bin. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Wir müssen aber auch irgendwie was machen. Verdammter Butterstampfer! In so einem kleinen Kaff muss man zusehen, dass man schnellstmöglich unter die Haube kommt. Allerdings fehlt dazu, Achtung, Wortspiel-Hattrick, ein Zylinder. Also jetzt mal im Ernst, hier fehlt wirklich ein Zylinder. Rocco, vielleicht können wir dir jetzt Verträger verkuppeln oder sowas. Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der dich mag. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der dich mag. Glaubst du? Aber ja. Sie hängt wie eine überreife Frucht am Baum des Lebens und wartet nur darauf, dass du ihr einen Antrag machst. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sie hätte doch was gesagt. Unsinn. Sie will natürlich, dass du den ersten Schritt machst. Aber gleich ein Antrag? Wäre das nicht überstürzt? Frauen wollen überstürzt werden. Welche Frau würde sich auch mit einem wie dir einlassen, wenn sie Zeit hat, drüber nachzudenken? Also ran an den Speck, sonst schnappt ihn dir ein anderer fort weg. Und die zweite Maus kriegt nur noch Käse. Aber ich hab doch gar keinen Ring. Und einen Frack für die Hochzeit habe ich auch nicht. Lass das mal meine Baustelle sein. Deine ist, dir die richtigen Worte für deinen Antrag zu überlegen. Kleiner Tipp, ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Wirkt manchmal Wunder. Aber, oh je. Yeah. Das kann nur schief gehen. Okay, aber die Folge ist auch schon wieder rum. Ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.